Hast du dir auch schon mal überlegt, auszuwandern? Ich meine, bei der aktuellen Lage ist das ja gar nicht mal so abwegig. Nur, wo sollen wir denn hin? Wo könnten wir denn hin? Ja, und da kam mir das wunderbare Sternensystem Proxima Centauri in den Sinn. Und ich habe mich auch so ein bisschen verbunden und ich habe auch recherchiert. Und ihr Lieben, sehr faszinierend und wirklich ein Ausweg für die Menschheit. Gleich erfährst du mehr darüber in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten und wir sind eines der größten deutschsprachigen Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Ich danke dir sehr dafür. Ja, und heute geht es darum, wo könnten wir denn hin? Wohin könnten wir auswandern? Welche Möglichkeiten hat das Universum für uns? Und du solltest auch wissen, dass es eine Aufgabe der Menschen ist, das Universum zu bevölkern. Also es gehört tatsächlich auch zu unserem Aufgabengebiet. Bisher hatten wir das mit dem Mond probiert, aber das ist nicht gelungen. Und jetzt, ihr Lieben, die anderen Außerirdischen, die haben das alle schon geschafft. Die haben verschiedene Planeten bewohnt und gesucht und gefunden. Und wir sind noch dabei auf der Suche. Obwohl Alpha Centauri, da wurde jetzt erst kürzlich ein kleiner Stern entdeckt. Und dieser kleine Stern umkreist in einem Abstand, der gut ist, um darauf leben zu können. Centauri an 11 Tagen. Und die Beschaffenheit auf diesen kleinen Stern ist also so, dass wir tatsächlich dort leben könnten. Natürlich ist es jetzt nicht sofort möglich, weil wir noch nicht die richtige Technologie dafür haben. Im Moment bauen die Wissenschaftler so ein Flugobjekt, sag ich mal, mit einer reflektierenden Folie, die es leichter macht, dorthin zu kommen, weil es dauert ungefähr 20 Jahre, bis man dort ist. Und das wäre dann so die erste Erfahrung, die wir machen würden. Im Moment befindet sich Alpha Centauri ungefähr 4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aber es kommt auf uns zu, dieses Sternensystem, bis auf 3 Lichtjahre. Und das ist natürlich auch ein Hinweis, finde ich, der geistigen Welt, dass wir da mal hinschauen sollen, besonders weil er sich ja uns nähert, dieses System. Und wir sollten ja auch beachten, dass die Erde und beziehungsweise die Sonne wird immer heißer und es gibt irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo wir nicht mehr hier auf der Erde leben können. Und wenn wir es schaffen, vorher auszuwandern und dort zu leben, dort Fuß zu fassen, dann wäre das ein Glücksgriff. Denn dieser kleine Planet lädt uns ein, dort Fuß zu fassen. Er ist da, er wurde entdeckt und Alpha Centauri bewegt sich auf uns zu. Ja, wie viel Hinweise brauchen wir eigentlich noch? Ich finde, das ist schon sehr, sehr deutlich gesagt. Es gibt natürlich auch noch unsere außerirdischen Freunde, die uns auf ihren Luftschiffen dorthin bringen könnten. Auch das ist noch nicht ganz so weit, weil wir vorher tatsächlich noch in die 5. Dimension hineinrutschen sollten. Wir sind gerade in der Übergangsphase in dieser großen Wandlung und gerade gehen wir wirklich durch schwierige Zeiten hindurch auf der Erde. Und all das bewirkt, dass wir unser Bewusstsein ausdehnen sollen, erheben sollten, um einfach uns noch mehr mit dem Universum zu verbinden, um wirklich feststellen zu können, es gibt nicht nur die Erde und auch die Außerirdischen sind wirklich Wesen Gottes. Sie sind aus der Schöpfung entstanden, genauso wie wir. Also diese menschliche Arroganz,
Allein schon das Wort Außerirdische, finde ich, ist ein bisschen negativ belegt, weil man da, gut, man kann sich nicht so richtig vorstellen, aber wir haben ja den Kontakt. Manche Menschen können sich das nicht vorstellen. Ich weiß das, aber wir von Smarana, wir haben ja den Kontakt und wir haben auch die Plejadenschule. Und in der Plejadenschule wird das Bewusstsein auf das galaktische Bewusstsein angepasst. Das ist ganz wichtig. Und auch die Kanalmitglieder hatten ja schon die Möglichkeit, eine Schulung zu bekommen, um galaktischer Bote zu sein, um mit diesen Wesen noch mehr in Kontakt zu kommen. Und das ist einfach, es ist die Zukunft. Und die Liebe Gottes ist überall. Die ist unbegrenzt und überall für uns da. Und wir sind ein Teil vom Großen und Ganzen. Wir gehören einfach da dazu. Und jetzt ist dieser wundervolle kleine Stern entdeckt worden und er trägt einfach die Botschaft, dass wir ihn anschauen sollen. Und er sagt uns, dort ist menschliches Leben möglich. Und wir werden ja auch gleich im Channeling eine Botschaft, jeder von euch vielleicht eine persönliche Botschaft erhalten. Ich werde mit euch in diese Energie hineingehen, sodass ihr eure eigenen Visionen bekommt und vielleicht sogar der eine oder andere von euch eine Vision der neuen Technologie bekommt, die es noch braucht, damit wir ein bisschen schneller dorthin reisen können. Denn 20 Jahre sind ja schon eine Menge und das Raumschiff bei uns ist ja auch noch nicht entwickelt, das man dafür braucht. Also es ist viel in Bewegung und wir sollten uns immer als Visionäre mit diesen wundervollen Dingen beschaffen, denn die Bilder, die dabei entstehen, die tragen die Kraft und die Manifestation, dass sie sich dann auch verwirklichen können. Und so freue ich mich jetzt sehr auf die Botschaft und auf das, was du jetzt da erleben wirst. Und ich bitte dich auch sehr, gib uns dann unter dem Video später vielleicht Bescheid, was du alles erlebt hast und was deine Vision war. Und zusammen, alle zusammen schaffen wir das. Also ich würde schon ganz gern da mal wirklich dort physisch sein, wenn man da so schön dort leben kann, wie es also beschrieben wird, dass die Atmosphäre stimmt, dass die Wärme stimmt, dass also wirklich für Menschen geeignet ist. Und das ist so faszinierend. Und ihr dürft auch gerne den Link, den Quellennachweis unten nochmal durchlesen und euch selbst nochmal ein Bild machen. Auf jeden Fall, ja, es ist doch schön, dass es sowas gibt und dass es immer neue Möglichkeiten gibt und wir unser Bewusstsein ständig erweitern können. So, und jetzt fangen wir gleich an. Geliebter Lichtmensch, geliebte Menschenfamilie, wir werden nun uns einstimmen auf das Universum und unsere Energie erhöhen. Dafür bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen, denn in der Ausdehnung spürst du deine Kraft und deinen Frieden. Spüre auch, wie dein Verstand ganz ruhig wird und wie die Energie deines Herzens zunimmt und du jetzt die goldenen Strahlen der Sonne in deinem Herzen spürst. Deine Seele beginnt sich zu lösen und ist schon freudig dabei, sich für die Reise vorzubereiten. Denn ich möchte dich einladen in das Sternensystem von Proxima Centauri einzutauchen und dort diesen einen kleinen, wundervollen Stern zu entdecken
ihn energetisch wahrzunehmen. Und so lass dich von deiner Seele und deinem Bewusstsein tragen, über die Linien der Zeit, über die Linien des Universums, in Richtung Milchstraße, in Richtung Proxima Centauri. Und wie von ganz allein nimmst du ein helles Licht wahr. Dieses helle Licht strahlt der kleine Stern aus, welcher dich einlädt, dort einzutauchen in das Leben, in die Energie, welcher dich ruft, um dir zu sagen, hier ist alles schön. Hier kannst du oder deine Kinder, deine Kindeskinder, hier dürft ihr leben. Und so lass dich einfach führen von deinen Visionen, von deiner Seele und nimm jetzt diesen kleinen Stern wahr, so wie er sich in diesem Moment für dich zeigt. Vielleicht nimmst du auch die Wesen wahr, die sich dort befinden, denn du bist nicht allein und du wirst auch herzlich willkommen geheißen. Man breitet dir einen energetischen Lichtteppich aus, der dich dorthin führt, zu einem Platz, welchen deine Seele ausgesucht hat. Und an diesem Platz wirst du erkennen, ob dieser kleine Stern für dich geeignet ist. Und du wirst auch erkennen, dass sich die Wesen jetzt dir nähern. Und sie bieten dir ihre Hilfe an. Spüre diese Energie und fühle hinein, wie sich diese Energie anfühlt und bedenke auch, dass du gut geschützt bist, denn du trägst den Mantel von Smarana. Und so begrüßen dich diese Wesen voller Liebe und sie zeigen dir ihren Planeten, ihren kleinen Stern und sie laden dich ein, eine Weile hier zu verbleiben und so nimm dir ein wenig Zeit, um all dies zu genießen. So hast du nun deine ersten Erfahrungen gemacht und Bekanntschaft mit den Wesen und mit diesem kleinen Stern geschlossen. Und vielleicht schenkst du allen Wesen dein Lächeln der Dankbarkeit für das, was du gerade erleben durftest. Und so nimmst du ein Bild, ein inneres Bild mit, von dem, was auf diesem kleinen Stern
geschehen soll, wie du dort oder deine Folgegenerationen leben könnten. Und es ist ganz wichtig, dass du diese Visionen ernst nimmst. Denn gerade in der aktuellen Zeit der Wandlung ändern sich die Technologien so schnell, dass jede Vision, die du mitbringst, dies alles unterstützen. Und so trägt dich deine Seele wieder über die Linien des Universums zurück in deine Dimension, in dein Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deiner Seele für diese Reise, denn sie hat deinen Horizont erweitert, dein Bewusstsein vergrößert und deine Visionen gestärkt. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder hier im Jetzt, in deinem Hier und Jetzt an. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich hoffe, ihr konntet viele schöne Bilder erkennen. Wer dies nicht konnte, hat vielleicht eine Energie der Wärme oder der Freude und der Dankbarkeit erhalten. Auch das sind Botschaften, auch das sind Visionen. Und gerne dürft ihr mir unter dem Video schreiben, was ihr gesehen habt, wie es euch gefallen hat, was ihr für Visionen bekommen habt oder vielleicht, was sogar die Wesen zu euch gesagt haben. Ich freue mich schon drauf, das alles zu lesen. Ja, und wenn ihr immer die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, indem ihr hier draufklickt. Und ich danke sehr, dass du deine Zeit heute mit mir geteilt hast. Bis zum nächsten Video. Tschüss.